eins ins Bett und liege noch eine Stunde wach. Und folglich bin ich auch am nächsten Morgen meistens zu geschafft, um pünktlich aufzustehen. Man merkt mir an nach längerer Betrachtung, irgendwie fehlt mir die Selbstachtung und die Willenskraft, um mich für mich einfach zu ändern. Der Wille ist schon da, doch die Kraft fehlt. Und das macht mich krank wie Cholera. Verdammt nochmal, komm nicht klar mit dem Gesellschaftssystem. Immer pünktlich aufzustehen, um ständig arbeiten zu gehen. Muss Geld verdienen, für wen, damit's Minister wieder nehmen. Ich kann auch so meinen Schieber drehen, obwohl ich das auch gar nicht will. Denn täglich rauchen machte mich introvertiert und still und bin nur mit mir selbst beschäftigt. Gab einen Scheiß auf die Schulbildung, Schule war für mich wie Knast. So habe ich viel verpasst, ich kam morgens um 10 und wollte um 11 schon wieder gehen. Meistens bin ich dann schon um 12 wieder geflohen. Und im Grunde war es mir scheißegal, wenn sie mit Rausch bis drohen. Ich bin ein Freizeit-Junkie, da hilft kein Methadon. Arbeit, fressen, schlafen kann sich so ein karges Leben lohnen. Nicht für mich, ich kann nicht leben wie der Schmidt in diesem Scheißstaat. Und das macht mir Gedanken, immer wenn ich für mich Zeit hab. Zu viele Gedanken behindern mich beim Schreiben. Wäre das Leben nicht so kompliziert und wäre es ohne Leiden, bräuchte ich nicht überlegen bei vier mickrigen Zeilen und könnte seit einem Jahr mein erstes Tape-Release vertreiben. Zu viele Gedanken behindern mich beim Schreiben. Wäre das Leben nicht so kompliziert und wäre es ohne Leiden, bräuchte ich nicht überlegen bei vier mickrigen Zeilen und könnte seit einem Jahr mein erstes Tape-Release vertreiben. Werde ich mein Leben irgendwann noch in den Griff bekommen? Ich denke schon, doch weiß nicht wann, wahrscheinlich noch mit 30 am Wochenende meistens stramm und in der Woche lahmgelegt durch das, was aus Samen entsteht und mein Ego untergräbt. Früher war ich aufgeschlossen, dann hab ich den Rauch genossen, täglich inhalierte, bis es einfach nicht mehr wirkte. Brauchte immer Bons, morgens um 10 schon die vierte, bis ich merkte, ich zeig nicht gerade ne große Willensstärke. Bräuchte auch nicht mehr den Spliff, hätte ich mich besser im Griff. Doch dein Chef wird verführt, wenn er sich mit Freunden trifft. Nur wenn ich zu Hause bleibe, schon ich meine Eingeweide, krieg am Monatsende Kohle, steh am 10. in der Kreide. Es wird auch nicht besser, wenn ich den Kauf von Weed vermeide. Frag mich jede Nacht vom Schlafen länger als eine halbe Ewigkeit. Was aus mir wird, bin ich ab morgen wieder täglich frei. Kommt endlich die Zeit, in der ich mich anpassungsfähig zeig. Zu viele Gedanken behindern mich beim Schreiben. Wäre das Leben nicht so kompliziert und wäre es ohne Leiden, bräuchte ich nicht überlegen bei vier mickrigen Zeilen und könnte seit einem Jahr mein erstes Tape-Release vertreiben. Zu viele Gedanken behindern mich beim Schreiben. Wäre das Leben nicht so kompliziert und wäre es ohne Leiden, bräuchte ich nicht überlegen bei vier mickrigen Zeilen und könnte seit einem Jahr mein erstes Tape-Release vertreiben. Probleme, Frust und Stress, Gedankengänge dominieren. Ist es für mich nicht gerade leicht, 16 Zeilen zu produzieren. Gestikulieren Raps füllen Stunden täglich in meinem Gehirn. Doch um sie zu kontrollieren, muss ich die Seele erst befreien. Das bedeutet nicht, mein Potenzial wäre klein. Es könnte nur größer sein, kann man Menschen von vornherein. Warum gerate ich an Frauen, die Fehler nur schwer verzeihen? Komme drüber hinweg, doch schlaf nicht gerne allein. Mir wird's leichter fallen zu rein, gäbe es immer eine zweite Chance. Ich springe 5 Jahre zurück und lies die Finger von Bombs. Würde Pläne schmieden, deren Ziel ich auch erreiche. Und niemals behaupten, Schule wäre die größte Scheiße. Warum erkenne ich Fehler erst, wenn ich Probleme bekomme? Und was hat mir den Frieden meiner Seele genommen? Life is full of stress and it wrecks my brain. Zu viele Gedanken behindern mich beim Schreiben. Wäre das Leben nicht so kompliziert und wäre es ohne Leiden, bräuchte ich nicht überlegen bei vier mickrigen Zeilen und könnte seit einem Jahr mein erstes Tape-Release vertreiben. Zu viele Gedanken behindern mich beim Schreiben. Wäre das Leben nicht so kompliziert und wäre es ohne Leiden, bräuchte ich nicht überlegen bei vier mickrigen Zeilen und könnte seit einem Jahr mein erstes Tape-Release vertreiben. Life is full of stress and it wrecks my brain. Life is full of stress and it wrecks my brain. Life is full of stress and it wrecks my brain. Life is full of stress and it wrecks my brain. Life is full of stress and it wrecks my brain. These are feelings I'm expressing through my rhymes. I've